Es geht um Autoträume, die von Handwerkern gehegt und gepflegt werden. Vom aktuellen Rennwagen bis zur historischen Staatskarosse. Moispart am Nürburgring. Das Gewerbegebiet ist autoaffin und PS-lastig. Renommierte Motorsportunternehmen und Automobilhersteller aus aller Welt sind hier vertreten. Darunter GetSpeed. Und auch wenn die Saisonhöhepunkte zu den Rennen eher in die wärmere Jahreszeit fallen, versinkt der Betrieb bei Frost und Schnee nicht im Winterschlaf. Die Vorbereitungen auf die anstehende Motorsportsaison laufen auf Hochtouren, wie auch die Kundschaft mit ihren straßenzugelassenen Fahrzeugen für eine volle Werkstatt sorgt. Denn nicht nur im Rennsport greift das GetSpeed-Team zu Werkzeug, auch an Fahrzeugen mit Kennzeichen wird gearbeitet, wie Werkstattleiter Enver Klamutschak erläutert. Wir befinden uns jetzt bei der Firma GetSpeed, die befasst sich mit verschiedenen Sachen, hauptsächlich Motorsport, Straßenoptimierung der Straßenfahrzeuge im Bereich Clubsport, Rennsport, wie die Kunden auch die einsetzen möchten, sei es auch nur auf der reinen Straße, die gerne sportlich abgestimmte Fahrzeuge haben. Bereiche ziehen sich durch über Leistungszuwachs, Gewichtsoptimierung, Reduzierung, Sicherheitsfunktionen wie Bremsanlagen, Sitze, Gurte, Überrollbügel und solche Sachen. Wir befassen uns mit dem Motorsport, sind sehr erfolgreich in dem, was wir machen. Wir haben es geschafft, jetzt zweimal hintereinander die Klasse zu gewinnen, indem wir das Fahrzeug einsetzen. Der Nürburgring mit der legendären Nordschleife ist die Heimat der GetSpeed Porsche-Flotte, die in der VLN-Langstreckenmeisterschaft an den Start gehen und das erfolgreich. Klassensiege in Folge stehen auf der Habenseite. Eingefahren auf einer der faszinierendsten Rennstrecken, die es weltweit gibt. Im Mythos grüne Hölle zu bestehen zählt etwas. Doch Ausruhen auf Erfolgen kann und will sich auch GetSpeed nicht leisten. Insofern wird die Winterpause genutzt, um sich optimal auf die nächsten Rennen vor der Haustür vorzubereiten. Und auch beim Klassiker wird man antreten. Das 24-Stunden-Rennen startet am 16. Mai. Natürlich mit GetSpeed. Für das Team um Geschäftsführer Adam Usjeka und seine Technik-Crew sicherlich eine logistische, handwerkliche und fahrerische Herausforderung, auf die man sich akribisch vorbereitet. Dabei bringt Werkstattleiter Enver Klamutschak eine Meisterschaft mit, die er sich jüngst bei der Handwerkskammer erarbeitet hat. Der 38-Jährige ist einer von mehr als 600 Absolventen des Meisterjahrgangs 2014 und wird am 8. März im Rahmen der großen Meisterfeier seinen Meisterbrief entgegennehmen. Als Handwerker mit bosnischen Wurzeln spricht sich Enver Klamutschak sehr deutlich für das duale Ausbildungssystem in Deutschland wie auch den Meisterbrief aus. Wir hatten ja während der Ausbildungszeit zum Meister auch öfter darüber gesprochen, wie sich der duale Ausbildungsplan im Ausland auch wieder ankommt. Und was mich halt sehr gestört hat, war die Aussage, dass der abgeschafft werden soll, weil die EU das gerne hätte. Da war ich sehr empört drüber, weil ich das aus persönlicher Erfahrung sagen kann, dass die Ausbildung, die deutsche Ausbildung, die man genießt, sehr angesehen ist im Ausland und ich mir eigentlich sogar wünschen würde, dass man das übertragen würde, auch an die anderen Länder. Ich konnte es aus persönlicher Erfahrung zum Teil auch erleben, wie gerade in unserer Branche die Autos in anderen Ländern auch repariert werden. Da ist oft, sage ich mal, wäre dieses Können und Wissen, was man hier erlangen kann, gefragt und ich glaube, da könnte man noch viel mehr draus machen. Um Spitzenleistungen im Automobilbau und Handwerker, die diese Werte pflegen, dreht sich auch die Arbeit an einem historischen Mercedes 600 im Westerwälder Unternehmen von Armin Ströder. Die Kfz-Werkstatt in Montabaur kümmert sich um alles, was einen Motor und vier Räder besitzt. Rennfahrzeuge zählen dazu und auch Oldtimer. Dem Mercedes mit der werkseigenen Kennung Wagen 100 kommt dabei sicherlich eine Sonderrolle zu. Das Fahrzeug galt als ingenieurtechnische Meisterleistung seiner Zeit und der Stuttgarter Autobauer lieferte die Pullman-Ausführung an Staatsoberhäupter rund um den Globus aus. An Stars und Scheichs. Sogar der Papst nahm Platz im 600er, wie auch John Lennon oder Elvis Presley einen fuhren. Heute sind die Fahrzeuge begehrt und gesucht, egal in welchem Zustand. Geld spielt dabei eine untergeordnete Rolle und man freut sich, eine dieser Automobilikonen zu besitzen, auch wenn die Zeit daran und darin ihre Spuren hinterlassen hat.
Dann kommen Kfz-Experten wie Armin Ströder oder Michael Witte zum Einsatz und sorgen für neuen Glanz. Ihr Mercedes wird von Grund auf restauriert. Dies ist ein 600er Mercedes in Pullman-Version, das heißt in einer langen Version, die relativ selten gebaut wurde. Und das Fahrzeug befindet sich in einer Komplettrestauration. Das heißt, das Fahrzeug wurde komplett zerlegt, sandgestrahlt, eisgestrahlt, von einem Bodenschutz befreit und von da ab komplett neu aufgebaut. Bei der Überarbeitung greift man natürlich auf Originalersatzteile zurück und legt großen Wert darauf, möglichst viel Substanz zu erhalten. Dabei bietet der 50 Jahre alte Mercedes einige Besonderheiten und war seinerzeit technisch weit voraus. Das Highlight hier bei diesem 600er Mercedes ist die sogenannte Komforthydraulik. Mit der Komforthydraulik kann man alle Sachen, die die Kraftaufwendung herabsetzen, zum Beispiel wie Fensterheber, die sind dann halt mit einer Hydraulik unterstützt, also gehen hydraulisch auf und zu, was den Vorteil hatte, dass das Ganze geräuschlos ist. Damit ist dann auch die Sitzverstellung ist dabei, die Trennwand wird über die Hydraulik auf und abgefahren. Also das war das Besondere bei dem Mercedes. Auch die Kofferraumklappe, den braucht man nur über das Schloss nur antippen und ging dann automatisch auf, was man heute erst heute hier die letzten 3-4 Jahre bei modernen Autos hat. Und das hatte das Auto aber schon damals 1963 oder 64, wo die ersten rauskamen. Dabei kann der Kfz-Betrieb für seinen besonderen Restaurierungsauftrag auf eine historische Drucksache zurückgreifen, die mit dem Auto in die Werkstatt kam. Das Originalhandbuch des W100 lag im Wagen und beschreibt das ganze Auto in seinen technischen Details. Und Feinheiten, da sind Messwerte hinterlegt, sind Anleitungen, wie was zerlegt wird oder zusammengebaut wird, worauf zu achten ist. Das ist alles in dem Handbuch hinterlegt. Ohne diese Zusammenstellung wäre es schwierig oder kaum möglich, alle technischen Detaillösungen des Wagens wieder so zum Leben zu erwecken, wie es die Mercedes-Ingenieure vor 50 Jahren entwickelt haben. Ein bisschen Arbeit wartet noch auf die Experten um Kfz-Meister Armin Ströder und im Jahresverlauf soll die Staatskalesche in Top-Zustand ihrem Besitzer übergeben werden. Mehr Informationen zu den Inhalten dieser Sendung gibt es auch im Magazin Handwerk Spezial, das am 7. März in der Rheinzeitung erscheint und den 621 Jungmeisterinnen und Jungmeistern gewidmet ist, die am 8. März ihre Meisterbriefe in feierlichem Rahmen entgegennehmen werden. Infos zur Meistervorbereitung bei der HWK Koblenz unter meister@hwk-koblenz.de.